So, damit willkommen zurück. Wir gehen direkt in die Knife Round, damit ihr das nicht verpasst. Es steht, wie gesagt, 1:0 nach Maps für LDLC. Nach 16:6 auf die Overpass. Und jetzt sehen wir den Map-Pick der Franzosen. Spatz. 2 gegen 1. Und dieser geht down. Die Franzosen dürfen sich die Seite aussuchen, möchten sicherlich als CT starten. Alles andere würde mich wundern. Dann schauen wir mal, ob die Jungs aus England sich hier besser auf der Map behaupten können als gegen als auf Overpass gerade. Ich denke, gerade die Franzosen sind das sehr, sehr stark auf dem Turn. Und das wird es hier sicherlich nicht leichter machen. So, wir gehen live ins Match. LDLC gegen dem Guns. Ich sag 1:0 für die Franzosen. Und wenn sie die Map jetzt für sich entscheiden, dann sind sie schon mit der Partie durch. Es geht schnell Mitte hoch. Kiyoshima. Oh, Kiyoshima, starke Shots hier von ihm. Für die ersten beiden Spieler genau 2 Schüsse gebraucht. 1:0 für LDLC. Runde Nummer 2 läuft. Und es soll eine Eco offensichtlich schnell mit dir rausgehen. Direkt der Refrake von Spartz rein. Sie konnten 2 Spieler ausschalten. Sind sogar auf dem Hardspot drauf. Und wenn Shox nicht noch ordentlich Schaden machen kann, aber Shox! Was für ein starker zweiter Shot. Zieht sofort rüber nach dem Kill. Alter Schwede. 2:0 für LDLC. Trotzdem erfolgreiche Eco für Demgans. Da wäre auch mehr drin gewesen, wenn Shox da schneller gefallen wäre. Und Shox hat einfach nicht genug. 50 Schuss bei 90, 4 Frags hat er gemacht. Schön von Flash nochmal. 2 Headshots, die sicherlich mehr wert waren als die 4 P90 Fragster. Aber Shox hat dadurch richtig viel Geld. Komplettes Equipment nachgekauft, trotzdem noch 4-6 über. Genutzt, vor dem Molly rumzulaufen. Schade, es hat er gut gedacht. Der Frag hat ein bisschen gefehlt. Jetzt geht's Mitte hoch. Der letzte Spieler muss irgendwie fallen. Ach, da wäre wieder mehr drin gewesen. Da flattern vielleicht die Nerven ein bisschen. Führer macht seine Sache als Standing gut. 4:0.
ne? Offensiv unterwegs. Hat sich da ein bisschen viel eingelassen. Jetzt wird es gar nicht so einfach, für ihn zu überleben. Großes Glück hat er gehabt. Und zwei Spieler von LDC schon ordentlich low. Das ist vielleicht für dem Ganzen auch ordentlich machbar, denn die ganze Geschichte hängt davon ab, dass Kirishima und Shoxi sind jeweils, ja, sind beide CTBS-Spieler. Also wenn sich dem ganz entscheiden sollte, Richtung CT-Bogen rumzugehen, dann treffen sie auf zwei Spieler, die beide Low-AP haben. Das könnte dazu führen, dass sie vielleicht durchkommen. Shox trotzdem schnell. Und die Granate kommt auch noch rein, da sind sie nicht entschlossen genug. Erstmal stehen geblieben, erstmal geguckt, was passiert. Und dann kommt die Granate. Fünf zu null. Auch Shox hier ist mit AWP unterwegs, also Doppel-AWP. Und der Ganze versucht hochzugehen. Zum Glück hat Kirishima rechtzeitig reagiert. Ansonsten hätte sein Mate oben vielleicht zerrissen. Ah, das ist eine ganz klare Geschichte hier. JT versucht es nochmal. Also wie das momentan aussieht, scheinen wirklich die Jungs von dem Ganzen hier nicht viel entgegenzusetzen. Ja? Aber ich denke, da kann niemand ihnen Vorwurf für machen, dass man gegen LDLC nicht gut aussieht. Es kann wirklich nur eine Handvoll von Teams in der Welt. Und ich denke, es geht hier einfach nur darum, auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Vielleicht die ein oder andere Runde dann doch holen und dann kann man, denke ich, erhobenen Hauptes hier auf den Server gehen. Spatz ist jemand, der immer wieder die wichtigen Frags holt und damit sein Team vielleicht auch ein bisschen noch motiviert. Und das könnte nämlich genau so eine Runde sein. 3 gegen 5 Situation. Herr P, sie durfte ihn eigentlich nicht wegkommen lassen. 20 HP noch. Kirishima. Raus, Kirishima down. Jawohl, sie haben den Aspot unter Kontrolle und NBK. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das nochmal versucht. Aber es wäre eigentlich sinnvoller, die Waffe zu saven. Aber wie gesagt, zutrauen würde ich es ihm, aber ich denke, er müsste seine Waffe wechseln. Mit der AWP hier zu retaken ist sicherlich schwerer als unbedingt notwendig. In der Falschmitte oben haben wir gesehen, da würde eine AK liegen. Gehen. 6 zu 1, das ist die erste Runde für dem Ganzen und die haben sie sich definitiv auch verdient gehabt. Wenn die Engländer jetzt hier die Runde verlieren, also die Map, dann haben sie ja durchaus nochmal die Möglichkeit, sich gegen ein vielleicht etwas bezwingbareres Team im Lower Bracket zu behaupten.
wirklich noch mitbekommen, dass schon jemand direkt vor ihm steht. Es hätte durchaus auch in die Hose gehen können, was er gerade gemacht hat. Jetzt durch die Smoke, das ist kein großes Problem. Und wir alle wissen, wer durch die Smoke läuft, hat einen riesen Nachteil gegenüber dem, der draußen steht und auf ihn wartet. Und 7:1 wäre der CS perfekt. Ich wünschte, Valve würde da endlich was dran tun. Das ist das größte, problematischste Ding jetzt, was noch übrig ist in dem Spiel. CZ-Nerf, denke ich, war wichtig. Auch wenn auch ein bisschen übertrieben. Aber jetzt müssen sie sich eigentlich der Smokes annehmen. Sicherlich ein mit Hauptgrund dafür, dass viele Maps so zentralistisch sind. Ferno wird es vermutlich auch bleiben trotzdem, aber es würde schon mal einiges besser machen. So, jetzt kommt er gleich nochmal rauf Richtung Spot. 3 gegen 2, 2 gegen 2. Kirishima, aber der ist einfach zu aimsicher. Kirishima, schöne Runde. 8:1. Und das ist es eben, wenn man nicht gleichzeitig rumgeht, dann kriegt Kirishima die Gelegenheit, einen nach dem anderen zu picken. Und der ist so aimsicher, dass er da problemlos drei Leute pickt. Schock so in der Mitte. Ja, und Jox und Kirishima gemeinsam. Wir haben zwei vorne. Scoreboard. Alle Franzosen spielen es einfach schon ziemlich offensiv. 9:1. Sharks sind doch ein bisschen sehr aggressiv. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo sich die Franzosen ordentlich verschätzt haben, denn die Bewegung war Richtung A-Spot. Sie haben Pyotr komplett alleine gelassen. Bin ich mal gespannt, ob das mit dem Retake noch was wird gegen 5. Diese ist schon low. Der Rate kommt. Das kann LDLC eigentlich aus eigener Kraft gar nicht mehr holen. Die Zeit läuft, die Bombe tickt schon viel zu schnell. Was sie versuchen können, ist noch möglichst viel Schaden zu machen und keinen der Spieler entkommen zu lassen. Anschuss, Knife Kill Happy. Schön gemacht von ihm eigentlich. Erster Anschuss in den Fuß und dann Knife raus, Linksklick. 9:2, die zweite Runde für Damn Guns und die ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was wert. Dann könnte man versuchen, die Pistol Round so ein bisschen zu überleben, wenn man vielleicht drei oder mehr holt. Schönes Highlight gerade mit dem Knife Kill. Und die Engländer versuchen es nochmal. Granaten gibt's keine. Helme auch nur bedingt. Aber
Aber dafür 5-mal AK. Also Headshots zählen. Das war ein Geräusch, das man unter Umständen hätte zuordnen können, dass jemand im Brunnen ist. Okay, schön geschossen. Eigentlich alles rausgeholt, was er rausholen konnte. Refake hat auch vernünftig gesessen, 16 HP noch bei Flash. Und er entscheidet sich offensiv zu gehen. Es bleibt ihm auch groß anderes übrig gegen 4 Leute. Smoke liegt schon. Und dann geht er down. 10 zu 2. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Und es führt kein Weg dran vorbei. Dem Ganzen muss nochmal sparen. Es hilft nichts. Ich würde sagen, der A-Spot ist mehr oder weniger angreifbar. Also alles, was sie sehr gut geholt haben, die Jungs von dem Ganzen, das ist auf A passiert. Viele Runden, die Tatsache noch möglich waren und dann nur noch gescheitert sind. Zum Beispiel, weil Kirishima ausgerastet ist oder weil Shox extrem gut geschossen hat. Und deswegen versuchen sie es jetzt auf dem A-Spot. Kirishima hat direkt mal 3 Leute weggesprayt. Und möchte sich seinen 4. jetzt eigentlich auch noch holen. Aber diese gönnt ihm nicht. Schöner Headshot. Schade, dass kein zweiter Hit reinkam. Da hätte sich wenigstens noch einen Frag verdient gehabt. Ja, 11 zu 2. Gucken, dass wir das Hard wieder gefixt bekommen. Und dem Ganzen wieder ohne große Granaten. Dafür mit AKs. Shocks. Flash raus. Zeit zum Aufkommen. Pio fällt und das ist der wichtige gewesen. Trotzdem die Bombe unten in der Banane. Und Schwarz muss den Frag haben, wenn er die Runde haben möchte. Und das schafft er nicht. 12 zu 2. Da wäre die Möglichkeit gewesen, vielleicht noch eine dritte Runde zu holen. Ich bin in der Banane, ganz offen. Möglichkeit, er muss entweder alles umschießen oder sterben. Ist nicht so viel, wenn man bedenkt, dass die Gegner die Ego spielen. Keine große Rolle. NBK 13 zu 2. Auch wenn es natürlich ein Force Play war, aber da waren hauptsächlich Pistols unterwegs. Und zum Teil nicht mal Helme. So, es geht in die zweite Pistol Round und wenn LDRC diese holt, dann ist es wahrscheinlich schon vorbei. Trotzdem gönnt man natürlich dem Ganzen noch ein paar extra Runden. Erstens, damit es besser aussieht. Zweitens, damit sie einfach auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln können, ein bisschen Luft schnuppern im oberen CS-Bereich. Dann kriegt man schon mal die Gelegenheit, gegen LDRC antreten zu dürfen. Schöner Frag. Zweiter wird ihm nicht gegönnt. Pure ist zur Stelle und auch von oben wäre schon jemand gekommen, also keine Chance für ihn da zu überleben. Isaac. Und Flash und Batem ist auch am Start. Das könnte doch die First Round sein. NBK ist noch unterwegs. 1 gegen 2 Situation. Weiß nicht, wo der zweite Spieler ist. Einer hat auf dem Spot, glaube ich, angesagt bekommen. Und jetzt sind die beide bekannt.
50 Sekunden, kann also noch viel ausspielen, aber 30 AP lässt relativ wenig Spielraum zu. Jetzt versucht er sein Glück im Sprung. Batten 13 zu 3. Spatz, der schaut in der Mitte mal runter. Kirishima. Zielbrett kommt geflogen. Okay. Das war zur Stelle, aber trotzdem sind sie in Unterzahl. Der DLC wird jetzt versuchen, Richtung Spawn drauf zu pushen. Wenn JT hier noch mindestens 1-2 mitnimmt, dann sieht es schon wieder übel aus. Könnten sie unter Umständen die zweite Runde abgeben. Bomb has been planted. Kirishima auf Abweg. Unterwegs Richtung Spot. Schwarz down. 14 zu 3 und das könnte es dann doch gewesen sein. Demgans kann sich überlegen, ob sie jetzt den Forceball spielen oder ob sie es nächste Runde mit ein bisschen mehr Geld versuchen. Aber LEC einfach zu stark für die Jungs. Gerade nicht im Kopf, gegen welchen Verlierer aus welchem Spiel sie dann antreten müssten im Lower Bracket. Aber eins ist klar: Schwerer als LEC wird es vermutlich nicht werden. Also wird es natürlich einfacher. Okay, auch wenn der MBK dann noch ein bisschen getanzt hat, hat er ihn trotzdem ausgeschaltet. Das hat vielleicht dazu geführt, dass er ein bisschen länger gebraucht hat. Vielleicht hat seinen Mate auch noch verloren. Hier Shima mit der Eagle, weil es so schön ist. 15 zu 3. Letzter Versuch für den Gans. Spatz konnte noch einen mitnehmen und jetzt gehen sie rauf Richtung Bisport Batem. So schnell wie ihn seine Füße tragen. MBK pusht einfach durch. Und da gehen sie down, 16 zu 3, LDRC gewinnt 2 zu 0, ganz klar, ganz deutlich und ohne jeden Zweifel viel stärker gegen die Jungs von dem Guns. GG und kleines herzlichen Glückwunsch an LDRC natürlich. Ja, damit sind sie weiter und wir haben die erste Hälfte von Gruppe B, also von dem Anfang von Gruppe B schon mal geschafft, von daher gucken wir uns nochmal ganz kurz um. Wo habe ich es denn? Ich bin gerade ein bisschen blind, macht nichts.
Gucken wir uns ganz kurz um in den Coverages. Hallo? Window 99. Machen wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Weil es so schön war. So, da haben wir es. Also, hier wollte ich rein. ESL Pro League Season 1. Und da haben wir Planet Key Dynamics gegen Copenhagen Wolves mit 0:2. Und LDZ gegen Demgans 2:0. Ebenso viel deutlicher natürlich als das Match davor. Aber trotzdem ist die Sache hier klar. So, morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt, am 18.12. ab 19 Uhr mit der ESL Pro League. Titan gegen Orbit und Virtus Pro gegen Kick stehen an. Und ihr könnt natürlich bei uns auf der Page nochmal nachschauen, wenn ihr wollt. Da haben wir erstens die News zu Alternates neuem Team. Könnt ihr natürlich auch alles dazu nachlesen. Ich gehe nochmal kurz drüber. Kräuterhoben, NKJ, Sirson, Rob und Sky. Bin ich mal gespannt, wie sich die Jungs entwickeln. Und natürlich eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr schade finde. Denn ich muss mich nicht nur von euch verabschieden. Wo ist er denn? Sondern auch von einem lieben Kollegen, von Herke. Herke verabschiedet sich von uns aus dem Caster-Team und wir wünschen ihm natürlich alles, alles Gute. Es ist sehr schade, als ich es gehört habe und es hat sich schon so ein bisschen angedeutet in der letzten Zeit. Er hat schon gesagt, dass es dabei eben ein bisschen Probleme gibt und er nicht mehr unbedingt die Motivation hat. Seit der ganzen Cheat-Geschichte ist es für uns alle Caster schwieriger geworden, denn das Vertrauen in die Spieler ist ein bisschen erschüttert. Früher war es immer so, LAN ist das Maß aller Dinge, LAN mit gestellten Rechnern würde bedeuten, dass man zumindest gegen direkte Cheat-Vorwürfe so ein bisschen immun ist. Dem ist leider nicht mehr so und das hat man immer im Hinterkopf, das ist nicht einfach. Und ich kann Herkes Entscheidung an der Stelle schon verstehen. Es trifft auch mich ein bisschen. Ich hoffe, dass ich es auch weiterhin während der Matches halbwegs ausblenden kann und mich einfach nur auf das Spiel konzentrieren kann. Von daher, gut, Herke sieht das nicht so, hat seine Motivation zerstört und ich kann es irgendwo nachvollziehen. Wir wünschen ihm alles Gute und er wird mit uns auch in Kontakt bleiben, also wir werden ihn nicht ganz verlieren. Aber leider wird er für uns nicht mehr casten. Schade, schade und so werden wir dann einen geschätzten Kollegen leider verlieren. Macht's gut, Herke, viel Erfolg und ich verabschiede mich von euch genauso. Macht's gut, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Wie gesagt, ab 19 Uhr ESL Pro League Season 1, zweite Hälfte von den Gruppe B-Spielen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht und viel Spaß. Bis dann.